gerade die Arbeitgeber getan haben. Die haben uns gewaltig ans Bein gepisst. Also wir haben jetzt den zweiten Warnstreikaufruf Folge geleistet, weil der Arbeitgeberverband respektive die Tarifgemeinschaft Kraftfahrzeughandwerk sich mit einem Taschenspielertrick aus den Tarifverhandlungen verabschiedet hat und wir keinen Verhandlungspartner haben, mit dem die IG Metall einen Tarifvertrag zurzeit aushandeln kann. Deswegen stehen wir heute vor der Innung. Also es kann nicht sein, dass es überall in Deutschland Tarifverträge gibt. Nur Nordrhein-Westfalen hat noch nicht abgeschlossen. Und unmöglich, dass wir einfach nichts haben und alle anderen um uns herum sich schon geeinigt haben. Wir demonstrieren dafür, dass die Innungen endlich Vernunft annehmen und nicht mehr mit der CGM abschließen, sondern halt wieder mit der IGM, mit der IG Metall, weil dort, sage ich mal, auch die dementsprechende Durchsetzungskraft da ist und nicht so eine Gefälligkeitstarife wie mit der CGM. Sie sind halt auch geschichtlich betrachtet die Handlanger der Arbeitgeber. Ja? So nach dem Motto, wenn ich nur immer hübschartig bin, dann gibt es ein Fleißkärtchen. Letztendlich sind Sie der Handlanger, es ist eine gelbe Gewerkschaft der Arbeitgeber. Was hier passiert ist, dass wir hier nochmal einen Warnstreik hinlegen, um hoffentlich irgendwo ein Ergebnis zu erzielen, dass sie wieder mit uns verhandeln. Ansonsten hoffen wir, dass wir weitere Schritte und härtere eingreifen. Forderungen können wir durch einen hohen Organisationsgrad durchsetzen und wenn wir daran denken, dass vielleicht jetzt richtige Streiks, also nicht mehr Warnstreiks, sondern richtige Streiks stattfinden, brauchen wir jeden Kollegen und jede Kollegin an unserer Seite, die dementsprechend, sage ich mal, bei der IG Metall organisiert sind und auch dementsprechend den finanziellen Ausgleich kriegen, wenn halt flächendeckend gestreikt wird über einen längeren Zeitraum. Mehr Solidarität zeigen, den Kopf nicht in den Sand stecken und den Arsch bewegen.